Du kennst Evil Dead, oder? Hallo? Sind Sie hier? Existieren Sie? Vermisst den nach, also von uns aus links weggelaufen. Da ist doch aber gar nichts. Achso, er setzt sich an den Ausgang, na klar. Wir sollen. Was machst du? Ich sehe mich hier nur um. Nennen wir rumsitzen und nichts tun, mal umsehen, ja? Alles klar. Ian? Ja, ich. Ach. Blutiges Halsband. Ja, let's go. Dieses blutige Halsband ist zu groß für einen Hund und wer würde seinem Hund schon I nennen? Ja. Geschichte der Hackets. Was ist das hier? Freakshow. Okay. Max? Kann ich noch mal kurz irgendwas... Nein? Oh Gott, ich glaube, das ist eine ganz blöde Idee. Dahinter saß das Vieh gerade. Hi! Na, wie geht's dir? Gut? Okay. Mir bald nicht mehr, wenn das so weitergeht, glaube ich. Vielleicht war es ein Opossum oder sowas. Da war jemand hier, ich schwöre. Hey. Es war eine hektische Nacht, weißt du? Lass uns einfach zum Hotel, wir kommen wieder her, ganz früh am Morgen, dann können wir uns umsehen, aber... Ich meine, du musst doch erschöpft sein, ich auf jeden Fall. Ich denke, unsere Fantasie... Du solltest laufen, Mädchen. Max! Ich blute. Hilfe. Hilfe. Ich blute stark. Du stirbst doch jetzt, mein Freund. Das wird beide töten wahrscheinlich, aber wir probieren's. Tschüss, Mr. Cop. War ja klar. Sieht das etwa wie das gottverdammte Harbinger Motel aus?
Wären sie mal zum Hotel gefahren, ne? The Quarry. Hallo, Framerate. Hallo, mein Kind. Herzlich willkommen. Ich hoffe, wir sind Freunde. Ne. Ich habe dich erwartet. Mhm. Erwartet, ja. Und ich hoffe sehr, unsere Begegnung wird aufschlussreich. Nur keine Sorge. Ich will dir helfen. Entdecke mit mir das Unbekannte. Ich führe dich. Ist aufregend, ja? Und furchterregend. Aber wenn du Mumm hast und mich helfen lässt, helfe ich dir, wie du auch mir hilfst. Du hast nichts gefunden, also kann ich dir auch nichts zeigen. Du musst weitersuchen. Die Karten sind dort. Nur wenn du mir hilfst, kann ich dir helfen. Wir sind doch jetzt Freunde. Hast du selbst gesagt. Hätte man schon was finden können? Such weiter. Nur du kannst sie finden. Es gibt viele Rätsel da draußen. Rätsel und Lügen. Pfade zu entdecken, die ich erhellen kann, wenn du mich lässt. Hilf mir, dir zu helfen. Und vergiss nicht, was dich nicht umbringt, mach dich nur stärker. Nee. Prolog. Lines, Hagrid's Quarry für immer. Sorry. Und so. Wir sehen uns, Kids. Ja, yeah, Hagrid's Quarry für immer. So viele gebrochene Herzen am Ende des Sommercamps. Totale Romantikalypse. Du übertreibst. Das Universum kann solche Dinge auf eigene Art regeln. Das Universum? Ja, du weißt schon, die kosmische Weltordnung. Weltordnung. Ja, richtig. Okay, spuck's aus. Was soll schon sein? Echt? Alles cool. Oh, so cool. Wir sind super cool. Sie hat dich abserviert, hm? Okay, lass das. Hi, Emma. Hey. Okay, das ist... So viel zum platzsparenden Packen, ja? Ah, platzsparend Packen ist für Nerds. Sei so nett und hol den Rest vom Gepäck, ja? Klar, Boss. Schönen Gruß an Emma von mir. Du bist echt bösartig. Ja, das stimmt. Okay. We got the next Charakter und wir müssen jetzt mal ein bisschen gucken, wenn es hier wirklich irgendwie so eine Karten oder sowas gibt. What do we have here? Hi. Was wohl das Wild hier tötet?
Notice to hunters, deer hunting cancelled this year due to deer mortality, okay. Wir sind jetzt Jacob Camp. Camp Lange, Camp Hütten, Heavy Gay, ah, okay. Dylan, Emma, Jacob, Caitlin, Nick und Ryan und in Camp Hütten ist nur Abigail. Unsere Camper schlafen gemeinsam unter Aufsicht unserer hilfsbereiten Betreuerinnen und Betreuer in den Hütten. Der große Baum in der Mitte der Hütten symbolisiert das Wachstum all unserer Camper in Hickets Quarry und ihre Entwicklung zu abenteuerlustigen Hecketieren. Oh Gott. Der Wolfsmensch wird euch alle holen. Ihr seid Hecket-Tiere. Okay. Die Lodge ist der zentrale Treffpunkt im Hackett's Quarry Sommercamp. Hier essen die Camper zusammen und nehmen an Kursen und Indoor-Aktivitäten teil. In diesem Gebäude findet sich außerdem unsere Krankenstation, wo etwaige Beulen und Schürfwunden behandelt werden. Okay, alles klar. Okay. Toll, noch relativ viele Orte. Hinweise. Da. Jagdaushang. Bezüglich des Rückgangs der Wildbestände in den vergangenen Jahren, die Jagdsaison wird ausgesetzt, bis sich der Bestand erholt hat. Gibt es später wahrscheinlich dann noch andere Hinweise. Ist Ian tatsächlich der... Ich glaube, ich habe da oben schon was übersehen. Na egal. Wege? Au. Max, Brillen, Laura, Kearney. Laura und Max. Es ist ja übel witzig. Liebe auf den ersten Schritt. Durchlebe die vielen Drehungen und Wendungen junger Liebe und finde heraus, wie viel eine Beziehung aushalten kann. Den Weg ansehen. Achso, mal kurz reingucken. Ah, okay, alles klar. Da kann man dann die Dinge jetzt nochmal durchschalten, I guess. Und nochmal angucken. Oder auch, achso, nee, ah, okay. Tut mir nur den gezeigt. Über dem Gesetz. Does this look like the Gotham Harbinger Motor? Okay, alles klar. Rewind, please. The Video Nasty. Nur bei meiner Leiche. Ein Schuss im Dunkeln könnte dich noch lange verfolgen. Der lange Arm des Gesetzes bekommt eine immer größere Reichweite und es liegt ganz bei dir, ob er am Ende eine Waffe oder einen Friedenszweig hält. Ich habe Angst, dass der Typ nachher alle umbringt, weil ich stupid bin. Tatorte haben wir noch keine. Okay. Uiuiui. Ach ja. Was sagt er zu dem Ding? Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Bin ich in Stimmung. Also genau das Gleiche. Da eigentlich irgendwer irgendwas zu dem Auto? Sieht nicht so aus. Kann ich mit ihm auch darunter? Ach, da unten sitzt wer. Na dann, lass mal talken, mein Freund. Ich würde übrigens sagen, dass das hier unten wahrscheinlich nicht die beste... Okay, ich frage lieber nicht. Das interessiert keinen. Also ihn zumindest nicht, da kann ich nichts mitmachen. In der Lokalzeitung der Nordkirche stand. Hey, was hörst du da? Interessant. Sehr gut. Das alles und das alles auch noch auf einmal. Krass. Ich glaube, den kennt man auch aus den Dingsspielen. Namen vergessen. Goddammit, wie heißen denn die nochmal? So ein Scheiß. Hi. Hey, helft ihr jetzt mit dem Gepäck oder was? Oh, ich war gerade beim Reparieren der Tür. Sie... Dylan, komm schon. Kaputt. Dylan, bitte. Ich kann nicht. Der Rest vom Gepäck muss raus. Komm. Was? Oh, die Tür geht Dylan, hey.
Sorry, Bro. Cool, danke. Ist die Krankenstation wahrscheinlich, ja? Schon schön aus. Oh, good, good start oder sowas. Was steht da drauf? Muss man hier auch so gelesen? Nein, keine Ahnung. So, so bleibt das Spiel jetzt bis zum Ende, ja? Ganz entspannter Clicking Simulator. Nichts passiert. Alles ist gut. ...1953, holy shit. Hackett's Quarry Sommercamp wurde eröffnet und wird nach fast 70 Jahren immer noch... Das ist tatsächlich offiziell, anscheinend in dieses Spätsatz 2022, ja? Rein rechnerisch. Nach fast 70 Jahren. Doch gar nicht mehr weg. Ist ja wie aus dem Bilderbuch. Hm. Naja. Mal. Läuft hier der Wolfsjunge lang, wenn man lang genug guckt? Geh mal ab, dass das nicht passiert. Bücherzimmer. Genau, wir stellen den Weg nach. Oh, Held! Da vorne bei den Büchern kann man irgendwas machen. Horror. Hm? Ich hasse Horror. Tja. Falsches Videospiel, mein Freund. Slaughter by Sunrise, okay. Elliot Sparks, Blood Castle. Tote Morgengrauen, Chuck Marvins. Wo ein Wille ist. Scharf geschossen. Skurriles aus aller Welt. Sommermassaker. Ach Gott. Wait. Achso. Nächste Seite. Toter Mittag. Chuck Marvins. Der Untermieter. Alex R. Martin. Flucht aus den Wäldern. Das der Todesgrad. Nördlich von North Kill. Mord durch Monster. Tu es nicht. Hm. Schnupfgeschichten. Autopsie und Zeugen. Nochmal Alex Armour. Falsche Taste. Oh, wait, wait. Warum leuchtet Wiege noch? Achso, weil ich hier über dem Gesetz nicht reingehute. Ah, okay, das ist das, wo sie jetzt ihn mit dem quatscht. Okay. Ah, jetzt geht auf einmal Escape für zurück. Achso, weil ich hier im Menü bin wahrscheinlich. Okay. Da möchte ich noch nicht hin. Sieht manchmal echt nicht gut, ne? Hier scheint es aber nicht großartig viel zu geben, glaube ich. Guckt sich zwar nach ganz rechts und links immer richtig hardcore um, aber... Man kann ja auch echt nicht alles... Oder? Spiel. Man kann hier nicht alles aufsammeln und anquatschen, das ist ja... traurigst. Das war der Speisesaal, würde ich mal vermuten. Also sieht schon nicht schlecht aus. Die Treppe nach oben ist natürlich dicht. Ich tippe überall noch Müll rum. Aufpassen. Das hier ist die Küche, das ist okay.
Das ist die Tür, die ist mir erstmal egal. Kommen wir auch in den Empfang rein? Ich nehme das mal jetzt. Nein, was war das gerade für ein Geräusch, was von links kam? Oh, da hinten ist eine Karte gewesen. Wo stand sie? Hier. Mäßigkeit. Habe ich die jetzt mit aufgenommen oder muss ich die jetzt nochmal irgendwie. Muss ich die jetzt nochmal irgendwie mitnehmen? Der Kühlraum. Mann, was für eine Todesfalle. Merken. Kühlraum, Todesfalle. Fire kills. Hackett's Quarry. Okay, aber ich kann die Karte, ich kann sie auch gar nicht mitnehmen. Also ich meine, er guckt zwar hin. Ich finde es auch gut, dass sie da vorne steht. Und er aber rein theoretisch einfach alles abfackeln könnte. Montag Burger, Hotdog, Käsesteak, Pizza, Tater-Tuts, Hot Roast, Fajitas und Biscuits and Gravy. Okay. Huch, was haben wir hier? Your parents don't work here. Wash your dishes. Don't share your germs. Wash your hands. Wipe it dry. Was macht der da? Wipe it twice so it looks nice. Handle knives carefully. Okay. Ja, ist ja gut, ich hab's verstanden. Beweg mich ja schon. Ah, okay. Okay, so sammle ich die Karten ein. Die Mäßigkeit. Das heißt Balance, Ausgewogenheit und Ausgleich. Aber du schwelgst in Exzessen. Mäßigkeit, du hast die Wahl, aber merke dir, manchmal führt Mäßigkeit zum Gewinn in deiner Zukunft. Okay. Okay, hab verstanden, wie man die einsammelt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Lichteffekte eigentlich anders sein sollten, aber ist okay. Rein. Und hier ist sonst auch nichts. Was haben die hier so für Auszeichnungen? Hackett's Quarry Summer Camp 1970, 62. Ist immer dreimal dasselbe, wa? 70, 72 und 62. Ah, no, das waren die Taschen, die wollte ich gar nicht haben. Nein, 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 stopp, 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 ich bin noch nicht fertig. Nein. Nein, ich bin noch nicht fertig. Don't do this to me, ich will da wieder rein. Stopp, bleib stehen. Ach, verdammt. Okay. Die Taschen da nicht stehen sehen. Hab's Gepäck. Endlich, und ganz alleine, hm? Yep. Da musst du dich dran gewöhnen. Oh mein Gott, du bist so fies. Ich bin ja nur ehrlich. Oh, okay, was kommt jetzt? Okay, du verschweigst mir, was da bei dir und Emma passiert ist, oder? Oh, okay. Jetzt bin ich derjenige, der Sachen verschweigt, hä? Huh? Dass Jake was nicht weiß, macht ihn wohl heiß. Nice. Oh Gott. Sorry, ich war so beeindruckt von meinem Reim, dass ich vergessen habe, Du gestehst jetzt mir, dass du total verschossen bist in Ryan. Warte, meinst du diesen Ryan, den Segellehrer mit seiner sexy, uninteressanten Einzelgängermasche, die mich total kalt lässt? Ah, sexy, hä? Huh? Der Hotteste im Camp, ganz klar. Okay, sicher. Logisch, wir haben die Reihenfolge unter uns Mädels ausdiskutiert, demokratisch. Sie ist Ryan, ich natürlich, dann Dylan, Emma, Abby. Okay. Nick und dann Mr. H und... Okay, hast du sie gleich durch, bitte? Ja, das war's. Das waren alle. Sie hat dich einfach abserviert, hm? Ja, okay.
Ihr Argument ist so, wie soll das denn funktionieren mit verschiedenen Unis? Bla bla bla. Und mein Argument war so, was ist mit Fernbeziehung? Bla 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 bla. Und sie dann so, Jacob. Sogar mit dem Blick, ha? Tja, Computer sagt nein. Mann, sie hat dich echt sowas von um ihr winziges Fingerchen gewickelt. Wie macht sie das nur? Tja. Ich meine, eigentlich hat sie recht. Es ist nur ein dummer Sommerflirt. Was habe ich denn anderes erwartet? Mal sehen. Liebe, Stabilität, Verlobung, Ehe, Haus, Kind, Affäre, Kind, Scheidung, Einsamkeit, Alimente, Sorgerechtsstreitigkeit. Überraschende Versöhnung. Ups. Leeres Nest, Ruhestand, Enkelkind, 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 Altersheim und schließlich sterbt ihr gemeinsam und werdet zusammen begraben wie diese 1000 Jahre alten Skelette, die in Rom ausgegraben wurden. Kommt das so ungefähr hin? Oh shit, tut mir leid, das waren Ryan und ich. Mal sehen. Ah, hier ist es. Für dich steht da Blowjob. Oh, ich sehe gerade, das ist die allgemeine Männerliste. Hm? Gibt Schlimmeres. Okay, und diese Schrottkarre bringt uns auch sicher nach Hause? Ich will's hoffen. Guck's dir mal an. Noch eine Nacht hier draußen im Nirgendwo überlebe ich nicht. Hey, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Dich will jeder umbringen. Und? Bist trotzdem ein Schwächling. Hey, halt's Maul. okay, also, rein hypothetisch. Wenn ich ein echtes Arschloch wäre und den Wagen hier lahmlegen wollte, damit wir eine Nacht länger hier bleiben, was müsste ich wohl kaputt machen? Tja, wohl einfach die Spritzufuhr. Oder vielleicht den Verteiler sabotieren? Und ja, das wäre ein echter Arschloch-Move. Okay, und wie sabotiere ich den Verteiler? Man nimmt einfach dieses Drehding raus, unter der kleinen Kappe, wo die Zündkabel hinführen. Jake, dir ist schon klar, dass, selbst wenn wir hier wirklich festsitzen würden, das nicht heißt, dass Emma sich umentscheiden wird. Glaub mir, sie weiß, was sie will. Ja? Sicher. Das werden wir ja sehen. Verteiler klauen oder die Spritze vorkappen? Ich denke tatsächlich, wenn wir den Verteiler klauen, ist das die schnellere Reparaturvariante. Du kommst jetzt mit mir, Buddy. Ich bring dich morgen wieder zurück. Wird nicht auffallen. Weil die Spritzufuhr ist, glaube ich, schwerer zu reparieren. Ich keine Ahnung. Hier oben, Leute. Was haben die beiden jetzt wieder vor? Hey, Jacob. Was? Nein, Alter, bitte, tu's nicht. Hier, fang. Oh, Nick. Boom. Oh, wie geil ist das? Oh, Mann, guter Fang. Freak. Oh. Hätte ich bloß Kohle dabei. Freaks. Ihr seid allesamt Freaks. Oh, endlich. Ich verstehe ja den Technologieverzicht, aber langsam reicht's. Wäre es zu viel verlangt, dass Mr. H die Handys wenigstens auflädt? Du hast immer was zu meckern. Du weißt, dass die Handys nur für Notfälle gedacht sind, oder? Oder ist es für dich ein Notfall, abserviert zu werden? Haha, böse. Okay, wie lief denn deine Beziehung in diesem Sommer? Mann, was ein Konter. Ja, vielleicht ist aber einfach auch nicht jeder so notgeil wie du. Okay, genug von den Schwanzvergleichen. Ich will nach Hause, hm? Wo sind denn die anderen? Warum fragst du mich? Du weißt doch sonst so Sachen. Was soll ich denn zu so einem Statement sagen? Sag halt Nick, du bist so ein Genie. Ein solcher Prachtkerl wie du es bist, kann jede haben. Okay, ja. Träum weiter, Junior. Ich will noch mal ins Haus. Bitte. Bitte, bitte. Oh, das ärgert mich. Die Taschen da nicht stehen sehen. Hallo? Ah.
Okay, jetzt sind wir bei den Häusern. Paar verlorenen Frames. Abigail. Okay. Hallo, meine Partymaus. Statusbericht? Wir haben offiziell unser Nest leer. High five, hopp hopp. Oh Mann. Du bekommst dein Handy zurück? Holen wir unser Gepäck und dann weg von dieser moskitoverseuchten Absteige. Tür ist zu, Gepäck ist drin. Oh, verdammt. Ja. Tja, ganz klar, was wir zu tun haben. Nach dem Schlüssel fragen? Das Schicksal besiegen. Und mit Schicksal besiegen meine ich, wir besiegen dieses Schloss und schnappen uns das Gepäck. Einbrechen, Taschen da lassen. Okay, legen wir los. Aber wehe, wenn das Ärger gibt. Ich werde nichts verraten. Mr. Hackett, der fährt es eh. Na und? Er wird glauben, es war ein Bär oder sowas. Hast du hier schon mal Bären gesehen? Nein, aber das heißt nicht, dass da keine sind. Dein Punkt. Na gut, dann mal los. Auf drei. Eins. Zwei. Drei. Oh. Das ging ja... Alles wird möglich. Durch positives Denken. Wieso höre ich auf dich? Weil ich immer recht habe. Und du bist immer sicher, die denken, das war ein Bär? Oh mein Gott, hör auf. Wir killen hier doch niemanden. Okay, gut. Ich schau mich nur noch mal um, falls wir was vergessen haben. Nur zu. Okay. Room 10.